Herzlich willkommen bei Gott erlebt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das ist Tim, ich bin Alex und wir beide werden dieses Schuljahr die dritte Staffel von Gott erlebt moderieren. Und auch wenn es die dritte Staffel ist, wird das nämlich nicht langweilig. Ich möchte euch jetzt mal kurz drei Punkte weitergeben, warum das dann immer noch interessant ist, einer Lebensgeschichte zuzuhören. Und zwar Punkt 1. Wenn man einer Geschichte zuhört, dann sieht man Gott im Leben von einer anderen Person. Man erkennt, dass Gott wahr ist, dass Gott lebt, dass Gott existiert. Punkt 2. Man wächst auch im persönlichen Glauben. Denn wenn man die Geschichte einer anderen Person hört, dann hat es auch Einfluss auf das persönliche Glaubensleben und kann sehr ermutigend sein. Und ich denke, das wird es auch bei Elisabeth. Und Punkt 3. Das, was wir gerade machen, ist eigentlich sehr ähnlich zur Bibel. Denn was wir in der Bibel finden, sind auch Erfahrungsberichte. Lukas spricht zum Beispiel davon, dass er einen Tatsachenbericht präsentiert. Und eigentlich machen wir genau das, dass wir jetzt der Elisabeth zuhören, was sie mit Gott erlebt hat. Und wir lernen davon. Ganz genau. Also, wir haben heute einen besonderen Gast und zwar Elisabeth. Elisabeth, herzlich willkommen. Ähm, vielleicht kannst du uns kurz erzählen, von wo kommst du, wie sind deine Familienverhältnisse und wo befindest du dich derzeit? Ja, also, ich bin in. Ich komme aus Ostdeutschland und ich komme direkt aus Görlitz. Das ist ja die östlichste Stadt Deutschlands. Und ich bin sehr behütet aufgewachsen. Ich habe ähm, ja sehr viele Geschwister. Ich habe sechs Geschwister und bin ja auch christlich-adventistisch aufgewachsen. Ich habe die ganzen Werte mitbekommen von klein auf und hatte ja eine sehr behütete Kindheit, wo ich wirklich viel Segen erfahren habe dadurch. Und ähm, ja, wir hatten auch immer alle ein sehr gutes Verhältnis zueinander. Wo befindest du dich momentan? Ja, momentan bin ich auf der Jusia Missionsschule. Das ist eine ja, adventistische Missionsschule. Und ähm, ja, das ist so ein Privileg hier zu sein. Wir lernen sehr viele Dinge. Wir haben, ja, wir leben hier quasi als, als Gruppe, wie in einer WG zusammen und ähm, ja, mit so 20, 24 Leuten. Und wir haben das Privileg, ja, Unterricht, ja. Haben zu dürfen, wir ähm, haben Unterricht, wir haben aber auch Missionseinsätze, wir haben Sozialprojekte. Das ist so ein umfassendes Jahr, ähm, um einfach noch mal zu wachsen und erwachsen zu werden und ähm, ja, im Glauben auch zu wachsen und ähm, ja, bin ich sehr dankbar dafür, hier zu sein. Genau, wir machen wertvolle Erfahrungen hier gerade in unserer Jugendzeit. Ähm, und vielleicht magst du uns mal kurz mitnehmen, was so in den ersten Jugendjahren bei dir stattgefunden hat wo du so, ja, so 13, 14 Jahre alt warst, wo es dann so langsam losgeht mit Pubertät, Jugendlichsein, das Leben, so, ob es da irgendwelche, irgendwelche Scheidemomente in deinem Leben gab? Ja, also wie ich schon vorhin erwähnt hatte, ich bin sehr behütet aufgewachsen. Ähm, ich habe Geschwister, die ich sehr, sehr gern habe. Und so war das dann auch mit 13, 14 Jahren. Ähm, ich hatte ein sehr, sehr stabiles Elternhaus und wenn dann in der Schule so die Klassenkameraden und die angefangen haben, so auf Partys zu gehen und ähm, ja so ein ausschweifendes Leben zu führen, das hat mich nicht sehr doll interessiert, weil ich halt so voll den Halt in der Familie hatte und auch in Gott und ähm, ja, ich habe auch angefangen sehr viel Sport zu machen. Also wirklich sehr viel Sport zu machen. Ich habe auch schon immer gern Fußball gespielt, war dort im Verein, habe ähm, dann nebenbei noch sehr viel trainiert und ähm, ja, ich habe, wie gesagt, sehr viel Sport gemacht. Und dann gab es aber eine Zeit, oder ja, es war im Herbst, und ähm, wir haben alle Bronchitis bekommen. Und das Problem war, dass mich diese Krankheit noch sehr lange be begleitet hat, ähm, weil, ja, ich, ich habe so, ich habe ein Dreivierteljahr gebraucht, um mich davon zu erholen. Und das war so. Der erste Knick quasi so in, in meinem Leben, wo es nicht nur steil bergauf ging, sondern wo ich ja eine ganze Zeit lang eben gesundheitlich angeschlagen war, wo ich auch ähm, ja psych psychisch und mental sehr angegriffen war. Und als ich mich davon aber erholt habe, hatte ich die Idee, zur Polizei zu gehen. Und ja, weil wie gesagt, ich habe sehr gern Sport gemacht, gern Fußball gespielt. Ähm, habe dadurch auch schon erleben dürfen, eben wie es ist, so ein Team miteinander so zu arbeiten und zu spielen. Und ähm, ich dachte, ja, gehe geh ich zur Bundespolizei. Ich habe auch Freude dran, so ein bisschen Abenteuer, ein bisschen ja, Abwechslung, was anderes erleben. Das fand ich auch schon immer sehr toll. Und genau, ich habe mich dann beworben. Also das ist ja, da bewirbt man sich ja erstmal online. Und da war ich, glaube ich, sogar erst 14 Jahre alt. Ich bin dann 15 geworden und ich hatte dann auch mit 15 meinen ersten Einstellungstest in Bamberg. Das ist im Norden von Bayern. Und genau da bin ich auch dann einige Stunden mit dem Zug hingefahren. Es war sehr schön für mich. Ähm, dann habe ich dort auch auf dem Polizeigelände übernachtet. Und, ja. und das war so: ja, man ist 15 Jahre alt und man. Man geht so raus in diese Welt und das ist so alles ganz anders und ist auf sich allein gestellt. Das fand ich sehr toll. Ähm, du, warst, du warst 14, 15? Ich war 15, als ich dann dort bei diesem ersten Polizeitest war. Wie, wie kann ich mir das schulisch vorstellen? Also warst du ja schon, ist man da schon fertig mit Schule? 15? <laughs> also ich war in der neunten Klasse und ich habe mich relativ zeitig bei der Polizei beworben, weil es auch wichtig ist, wenn man dahin will. Und ja, aber es waren einige Leute, mit denen ich da die Tests zusammen hatte, die waren über 20 schon. Also ich war da wirklich so die jüngste von allen. Und ähm, ja, aber ich habe es auch genossen. Und genau, dann hatte ich, wie gesagt, meinen mein ersten ja, Einstellungstest und das war der Sporttest und der schriftliche Test. Und ähm, ja, der Sporttest war relativ leicht. Da war ich auch. Ja, wie gesagt, ich habe sehr viel Sport gemacht und ähm, das, das fiel mir auch leicht und es war gut und dann war auch der schriftliche Test, das war auch ganz okay und ja, dann dann bin ich direkt an die Ostsee weitergefahren, ähm, weil wir ja noch Familienurlaub hatten. Aber es war so so der erste schöne Test, wo ich so dachte, Gott, so wenn das dein Wille ist, dann dann lass mich das bestehen und dann ja wenn wenn ich hier angenommen werde, dann, dann gehe ich zur Polizei, so, das, das ist mein Weg, das habe ich zu diesem Zeitpunkt so richtig gedacht, so, ja, so, dass es wirklich mein Weg ist, aber ich war auch offen für, für Gottes Führung, weil ich habe auch gesagt, Gott, also wenn ich eine, eine Absage bekomme, dann, dann ist es zwar schwer für mich, aber dann ist es okay, dann, dann ist es wirklich okay, weil, weil ich weiß, dass Gott da seine Hand drüber hat. Also du sprichst schon ziemlich viel darüber, dass du dass du die Führung Gottes in deinem Leben möchtest, mhm. aber wie kommt es denn überhaupt dazu, dass du, dass du dazu bereit bist? Ich meine, du bist jetzt hier auf so einer Missionsschule. Da gehört es erstmal dazu, dass man, also das, ist, das sind zehn Monate deines Lebens, sie könntest du mit irgendetwas anderem füllen. Warum denn gerade, warum bist du denn offen für, für Gott? Wie kam das denn? Ist das, ist das, weil du, weil du schon so aufgewachsen bist oder oder hast du irgendwelche welche persönlichen Erfahrungen gemacht, die dich dahin gebracht haben, diese Entscheidung zu treffen? Ja, also, erstmal bin ich natürlich auch christlich und adventistisch aufgewachsen. Ähm, mhm. Und dann habe ich mich auch schon relativ früh taufen lassen. Das war mit, mit 14 Jahren. Mhm. Ähm, genau. Und die Entscheidung, die habe ich getroffen, weil, ja, ich, ich habe es bei meinen großen Schwestern gesehen, wie sie mit Gott den Weg gehen. Und ich, ich habe auch wirklich gespürt, dass ich das in meinem Leben auch brauche, dass ich die Führung Gottes in meinem Leben brauche. Und, ähm, ja, das ist einfach, dass es einfach wirklich einen, einen festen Platz in meinem Leben haben soll. Das ist schon... Die Lebensveränderung gesehen bei anderen. Ja, zum ja, deiner Schwester. Genau, ich habe ich hab gesehen, wie, wie sie sich verändert haben durch durch ja Gottes Wirken und wie sie sich verändert haben ja auch im, im Glauben und das fand ich sehr beeindruckend und das wollte ich auch. Deswegen habe ich mich schon relativ früh taufen lassen. Ähm, ja, das war eine Entscheidung, die ich getroffen hatte. Und genau die, die, war auch sehr wichtig in meinem Leben. Genau, erzähl uns vielleicht noch weiter von deinem Leben. Also du warst nun fertig mit der mit der Prüfung, warst aber noch nicht aufgenommen. Wie ging es weiter? Ja, ähm, genau dann gab es ein paar Monate später den zweiten Test. Das war das ähm, ja das Vorstellungsgespräch und das war sehr interessant also ich weiß nicht für alle die die sich da nicht so auskennen ähm, man geht da in den raum rein und dann sitzen einem drei polizisten gegenüber und alle stellen einem fragen und ähm, <laughs> das war sehr lustig weil ich hatte an diesem tag noch meine haarbürste zu hause vergessen oh und äh, das <laughs> das war schon sehr lustig ähm, und ich habe mich irgendwie also ich habe mich nicht darauf vorbereitet wenn ich ehrlich bin weil ich war so ja, ich habe einfach so ein bisschen auf mein Allgemeinwissen vertraut und auf den Gemeinschaftskundeunterricht. Ähm, und genau, dann kamen auch so viele, viele Fragen über ja, Gewaltenteilung, so Deutschland als politisches System, wie funktioniert das und solche Sachen. Und ja, das fand ich jetzt nicht so schwer. Wie gesagt, ich habe im Gemeinschaftskundeunterricht so halberwegs aufgepasst. Ähm, und ja, das war auch ganz gut, das... Ähm, Werbungsgespräch und ich habe dann auch, also man kriegt dann so einen Zettel bei der Polizei und da steht eben gut geeignet, geeignet und so oder nicht geeignet und ich war eben gut geeignet, also ich hatte, war sehr gut in diesem Punktesystem und spätestens da war ich so Feuer und Flamme und war so, ich glaube, Gott will mich bei der Polizei haben. Und ähm, ja, es kam aber doch anders, weil wiederum ein paar Monate später ähm, bin ich eben wieder nach Bamberg gefahren, habe wieder dort übernachtet, auf dem Polizeigelände. Und dann war dann eben der Gesundheitstest. Und ähm, ja, es war nochmal auch so eine Sache. Ich hatte in der Zwischenzeit schon sehr starke Knieprobleme bekommen, ähm, weil ich ja auch Fußball gespielt habe im Verein. Und ich hatte ungefähr einen Monat vorher mit Fußball aufgehört, weil, weil ich es halt gesundheitlich nicht mehr so ausgehalten habe. Und ähm, genau das, da musste ich das natürlich angeben. Und aufgrund dessen bin ich dann eben durchgefallen quasi. Und ähm, ja, als ich dann im Dezember dann den Brief bekommen habe, dass ich eben wegen, wegen dem Gesundheitstest durchgefallen bin, da war ich schon erstmal sehr traurig, ähm, weil ich wirklich das Gefühl hatte, dass mich, mich Gott dort haben möchte. Ähm, aber auf der anderen Seite war ich auch richtig froh, dass Gott so ein klares Zeichen gesetzt hat und vor allem, dass er es erst zum Schluss gesetzt hat, weil ich glaube, dass zu dieser Zeit mein Selbstwert noch nicht so groß war. Ähm, und ich glaube, ich hätte mir richtig Vorwürfe gemacht und wäre richtig geknickt gewesen, wenn ich beispielsweise im Sporttest oder so durchgefallen wäre, wegen, ja, man fällt vielleicht hin oder was auch immer. Ähm, und ich habe da im Nachhinein richtig gemerkt, wie. Gott da seine, seine Hand drüber gehalten hat und wie er mich geführt hat. Und ähm, ja, wie er es einfach richtig gemacht hat, ähm, richtig für mich zum, zum, Verstehen, zum Akzeptieren und wie er so auch so eingegangen ist, so wie ich eben zu der Zeit so gestrickt war. Und das, das hat mich sehr beeindruckt und da habe ich mich wirklich drüber gefreut. Ja, aber es war es war eine wirklich schöne Zeit, es war eine richtig gute Erfahrung, die ich machen durfte, auch Generell, also man, man ist auf sich allein gestellt, man geht dorthin. Und ähm, das war eine richtig gute Erfahrung dort gewesen zu sein, das gemacht zu haben. Aber ich glaube, es war auch sehr gut, dass ich dann am Ende eben durchgefallen bin beim Gesundheitstest. Das hat Gott richtig gut geführt. Ja, aber immerhin, du hast, du hast Eigenständigkeit gelernt und auch vieles über dich selber. Wenn du meinst, dass, dass dein Selbstwert davor nicht so bestärkt nicht so war, dass du dass diese Zeit. Es war nicht wirklich deine Ausbildung, sondern es war die Zeit davor. Ne? Mhm. Dass diese Zeit dann, dann schon in deinem Leben geholfen hat. Und du sagst dann am Ende, dass es Gott so geführt hat. Erzähl uns vielleicht ein bisschen was von deiner Familiensituation. Du hast erzählt, du hast sehr viele Geschwister. Wie war das Leben mit deiner Familie? Du hast alles erzählt, dass du ein sehr behütetes Heim hattest, aber gab es da mal Schwierigkeiten? Ja, also. Wir hatten eine richtig schöne Kindheit. Ähm, wir haben uns, wie gesagt, auch richtig gut verstanden und hatten immer eine gute Zeit. Okay, natürlich, wenn man klein ist, da streitet man sich auch mal. Aber so im Großen und Ganzen war es immer richtig toll, die Gemeinschaft und so. Ähm, ja, aber dann kam da eine Tag, das war vor zwei Jahren ungefähr. Da bin ich mit meinen Eltern spazieren gegangen und es war so ein Tag im Januar, es hat geschneit. Ähm, es war ein schöner Tag eigentlich und ähm, wir waren spazieren und dann auf einmal sagt mein Papa so: Ja, du weißt, ich hatte heute eine Routineuntersuchung im Krankenhaus und da ist rausgekommen, dass ich Darmkrebs habe. Und das war für mich ja erstmal so: Also, meine Reaktion war, okay, so, was soll ich jetzt damit? Was bedeutet das für mich? Und ja, als er es dann so erklärt hat und als dann so einige Tage vorübergegangen sind und ich so gemerkt habe, was es so wirklich bedeutet für die nächsten Wochen, die nächsten Monate, ähm, was es für, bedeutet für das Familienleben, ähm, dann, ja, dann bin ich schon erstmal in ein Loch gefallen, muss ich sagen, weil es halt echt nicht leicht war. In welchem Stadium es denn der Vater? Ähm, also, er hatte bösartigen Darmkrebs noch im, im Anfangsstadium, also es, ja, er hatte dann dann seine Krebs-OP gehabt, ähm, mhm. aber das Problem war, dass er, also die OP an sich ist gut verlaufen, aber danach gab es eben noch ja gesundheitliche Schwierigkeiten ähm, und es war echt nicht leicht. Also da gab es eine Woche, da hatte ich dann noch meinen, ich glaube, meinen 17. Geburtstag. Und in der Woche, ich konnte nicht lachen, ich konnte mich nicht freuen, weil es war so. Man, so, in so einer Situation, da helfen keine gut gemeinten Worte mehr, da, da hilft kein, ach, das wird schon mehr, sondern wenn du weißt, dass dein Papa im Krankenhaus liegt und es ihm richtig schlecht geht, so, dann, dann hat man nur noch Gott, an den man sich wenden kann. Und das habe ich in dieser Zeit richtig gemerkt. Ähm, meine Schwester, die hat mir auch angefangen in der Zeit so ein bisschen Klavier beizubringen. Und ich habe mich dann einfach ans Klavier gesetzt und Lobpreis gemacht, weil es war das Einzige, so, was, was mich dann noch so getragen hat, was mir geholfen hat, wo ich gemerkt habe, ja, da so, das gibt mir Kraft, da finde ich halt, weil in so einer Situation, da merkt man eigentlich, wie, wie, ja, wie nichtig manche Sachen sind. Und ähm, ja, das war wirklich eine Phase, die mich sehr geprägt hat. Und hast du dich nicht irgendwie gefragt, warum das ist das Gott so? Oder hast du ihn in Frage gestellt in dieser Zeit? Oder wie war deine persönliche Beziehung, als du das erfahren hast, zu Gott jetzt? Also ich muss sagen, dass die Monate davor meine Beziehung zu Gott eher, eher eingeschlafen war. Ähm, ja, das Leben ist halt normal gelaufen und irgendwie war die Beziehung da aktuell nicht so da. Und als es auch mit meinem Papa war, als er dann krank geworden ist, da habe ich so richtig gemerkt, wie, wie wichtig es ist, ja, Gott in seinem Leben zu haben und wie wichtig es, ist, da halt zu finden. Und ich muss sagen, ich habe Gott gerade in der Zeit, wo es so schwer war, in der Zeit, wo ich nicht lachen konnte, da habe ich, hab ich ihn wirklich gespürt und mich wirklich richtig getragen gefühlt. Mhm. Und wir hatten da auch so richtig, also manchmal so in der Gemeinde, da gibt es so ältere Geschwister und wenn die da irgendwie eine OP im Krankenhaus haben wegen, keine Ahnung, äh, wegen irgendeinem Knochenbruch, weil sie gestürzt sind oder so, dann sagen sie dann immer, ja, danke für eure Gebete, ich habe es richtig gespürt. Und ich habe mir dann immer so gedacht, so, ja, ja, ja. Aber in der Zeit habe ich das richtig gemerkt, dass das nicht nur so ein Ja, Ja ist, sondern dass, dass man das wirklich richtig spüren kann, dass ja, es haben so viele Leute für uns gebetet und ich habe mich wirklich so getragen gefühlt in der Zeit und nicht nur ich, sondern auch wir als Familie, wir haben sehr zusammen ja gehalten und wir haben das alles, also obwohl es so schwer war, auch als großen Segen erfahren, um, weil wir uns wirklich, ja, weil wir wirklich richtig gemerkt haben, wie Gott da war, wie er uns getragen hat, wie er in jeder einzelnen Situation, wo wir in Schwierigkeiten waren, wir... Ja, wie er uns einfach weiter, weitergeholfen hat, auch in unterschiedlichen Bereichen. Es war, war sehr schön. Ha. Gott ist da, auch in richtig schwierigen Zeiten, das durftest du mal leben. Und ich denke, dass gerade wir als Christen so einen, so, eine, so, einen, so einen Vorteil haben, weil wir eben über diese Schwelle des Todes hinaus Hoffnung haben, dass es da eben nicht vorbei ist. Und ich finde das richtig stark, was du erzählt hast, dass du in dieser Phase des Leides und eigentlich. Diese Auswegslosigkeit in so einer Phase, wo man, wo man eigentlich so ein bisschen den Halt unter den Füßen weggezogen kommt, dass du da Lobpreislieder gesungen hast, ähm, weil es einfach diesen, deinen persönlichen Fokus woanders hinlegt. Du bist ja nicht mehr gebunden an dich selbst und an dein Umfeld, sondern du schaust auf, auf Gott, der so viel größer ist als all die Probleme. Und es ist echt ein starkes Zeugnis, dass du das so machen konntest. Ja, was in dieser Zeit auch total besonders war, war, dass, ähm, ja, wir haben auf YouTube immer gerne die live ist geschaut und ich hatte die schon boah, vor einigen Jahren schon entdeckt, so 2018 oder so, als die noch gar nicht so bekannt waren, weil ich das einfach cool fand, was die gemacht haben, so für Aktionen und so. Und ich fand das einfach schon immer toll. Und ähm, ja, es war ungefähr die gleiche Zeit, wo mein, wo mein Papa Krebs bekommen hatte, ähm, hat auch Philipp das... Öffentlich gemacht mit seiner dritten Krebserkrankung. Und das hat uns auch so viel Kraft gegeben, weil irgendwie hat es immer so total gepasst, so die Videos, die rausgekommen sind und dann die Situation, wie es gerade mit meinem Vater war. Und ähm, das hat uns auch so viel Mut und so viel Halt gegeben in der Zeit. Es war auch richtig schön und richtig toll. Das hat uns auch, ja, sehr getragen und das, das fand ich auch richtig cool, dass man da so. Ja, dass man einfach gesehen hat, dass man auch nicht alleine ist in der Situation, sondern dass es auch andere Leute gibt, die, die auch so richtig den, den Fokus auf Jesus setzen. Und das war richtig stark. Wie geht es deinem Vater jetzt? Also gab es da irgendwie eine Veränderung? Ja, also er hat, ähm, genau nach der OP, hat er noch ein paar Blutvergiftungen gehabt. Das war gar nicht leicht. Ähm, und dann auch noch äh, ja, Chemotherapie und das Ganze das war auch nicht leicht. Ähm, aber mittlerweile ja geht's ihm wieder gut der Krebs ist besiegt quasi aber natürlich so wie vorher geht's jetzt nicht aber es ist so dass man sagen kann ja also ihm geht's jetzt echt wieder vergleichsweise vorher echt gut und das ist wirklich schön gut liebe Elisabeth du bist jetzt auf der Josia-Missionsschule und das für zehn Monate deines Lebens also, eine gewisse Zeit. Wie bist du denn auf die Josia Missionsschule gekommen? Warum bist du jetzt hier? Beziehungsweise, wer hat dich hierher geführt? Ja, so also, wie ihr wisst, bin ich da nicht zur Bundespolizei gegangen, weil ich ja da die Absage bekommen habe. Ähm, ich habe dann äh, mich in der 10. Klasse entschieden, dazu noch mein Fachabitur zu machen Richtung Wirtschaft und Verwaltung. Und ja, es hat mir auch sehr viel Freude bereitet. Und dann stand ich aber wieder in der zwölften Klasse vor der Entscheidung, was mache ich, wo geht's hin, wo sehe ich mich. Und ich hatte mich auch bei verschiedenen Unternehmen schon beworben, auch für Ausbildungen und Studiengänge und so. Mm. Aber es hat. Ich, es gab irgendwie nie ein Durchkommen. Also ich bin auch teilweise bei, bei manchen Dingen in die letzte Runde gekommen und ich habe dann teilweise bis heute keine Rückmeldung bekommen, so ob ich angenommen bin oder nicht. Genau, und dann war ich in, im Winter bei einem Jugendcamp in der 12. Klasse und ich habe zu der Zeit sehr viel gebetet, auch wie, wie es nach der Schule weitergeht, ähm, ja, wo, wo Gott mich sieht. Und während des Jugendcamps hatte ich, ja, waren so viele Gedanken da, dass ich, dass ich auf die Josia gehen sollte, dass das der Weg für mich ist. Und von der Josia wusste ich eben schon, weil meine Schwester letztes Jahr hier war und ich auch schon sie besuchen durfte und ja, da schon gesehen habe, so wie das hier abläuft, was man hier so macht. Und ich fand es eigentlich auch ganz schön, aber eigentlich wollte ich hierher. Ich dachte so, nee, nee, da will ich nicht hin. <laughs> ähm, aber dann, dann war ich eben bei diesem Jugendcamp und, und da habe ich wirklich gemerkt, dass das, dass Gott mich eben hier sieht und dass das der nächste Schritt für mich ist. Und als ich dann nach Hause gekommen bin, ähm, habe ich gleich meinen Eltern gesagt, ich gehe auf die Josia. Und ähm, ja, dann, dann war die Entscheidung für mich klar. Und ich bin jetzt im Nachhinein so dankbar, hier zu sein. Ähm, ja, ich habe schon so viele tolle Leute kennengelernt meine Beziehung zu Gott durfte noch mehr wachsen, noch stärker werden. Wir konnten ja schon so viele Erfahrungen machen, so ähm, generell so wachsen und erwachsen werden. Und das, ja, das finde ich so schön, die, hier zu sein und ähm, ja, eben eben diese Erfahrungen zu sammeln, gerade auch mit der Missionsreise, mit den Predigten. Man macht ja einfach Dinge, die man im Alltag sonst nicht so machen würde. Man muss ja richtig aus sich herauskommen. Und das finde ich richtig stark und richtig schön und deswegen freue ich mich, dass ich hier wirklich in vielen verschiedenen Bereichen wachsen darf. Hm, also es ist richtig bereichernd für dich, diese Zeit hier. Und wir haben ja noch ein paar Monate vor uns, aber bis jetzt schon mal, dass du diese Erkenntnis mitgenommen hast. Und dein beruflicher Werdegang hat sich ja jetzt immer mal, das wurde ja auch verfestigt, Wolf, mal in eine kleine andere Richtung geleitet und gehört ja auch zu Josia dazu. Dass man eben auch seinen, über seinen Beruf dann halt nachdenkt für das Jahr danach, was man da anfängt. Und vielleicht, wenn man, wenn man dein Glaubensleben jetzt so betrachtet, deine Geschichte mit Gott, was könntest du denn unseren Zuschauern mitgeben, was du so für dich als Fazit als mitgenommen hast? Ja, ich glaube, die erste Sache ist, dass es sich richtig lohnt, auf, auf Gott zu vertrauen und ähm, ja, dass ich den halt nicht bei mir suche, sondern wirklich bei Gott, dass ich ja auf, auf ihn vertraue und auf ihn setze, weil ich weiß es können es kann es gibt so viele Dinge die die vergehen materieller Wohlstand, Gesundheit ähm, ja Freunde, das ist alles, das ist alles nicht fest, aber bei Gott hat man wirklich so eine ja so eine so ein Halt der der nicht vergeht und der immer da bleibt, um, und deswegen lohnt es sich unfassbar, auf ihn zu vertrauen und um, da wirklich sein, ja, sein Fundament drauf zu setzen. Und das Zweite ist, dass Gott wirklich gut ist. Und gerade in den Phasen, wo es wirklich schwer war in meinem Leben, wo ich mit vielen Dingen gestruggelt habe, habe ich richtig gemerkt, dass, dass Gott an meiner Seite ist, dass er da ist und dass er mich hält und dass er mich trägt. Und um, das ist so schön, dass ich das jetzt auch schon. Ja, erfahren durfte und das kann jeder von uns erfahren. Ähm, und das ist so schön. Und deswegen weiß ich auch, wenn in Zukunft Herausforderungen sind, wo ich, wenn Dinge sind, wo ich nicht weiß, wie das wird, ähm, wie ich mit Umständen umgehen soll, dann darf ich wissen aus der Vergangenheit, dass Gott bei mir ist und dass er mich trägt. Und ich denke, diese Erfahrung darf wirklich jeder von uns machen. Und ähm, ja, deswegen seid offen dafür. Und ladet Gott in euer Leben ein. Eine wirklich beeindruckende Geschichte. Danke, dass du sie mit uns geteilt hast, Elisabeth. Danke, dass du hier warst. Und auch an die Zuschauer, danke, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Nächstes Mal wollen wir eine neue Person hier begrüßen, die auch ihre Geschichte erzählt. Und wir hoffen, dass wir euch wiedersehen. Bis bald.